Ja, stelle mich einfach mal vor. Mein Name ist Hans-Karl Meunier. Diejenigen, die mich kennen, die nennen mich einfach Menny. Meunier ist Französisch und das heißt Müller, aber ich glaube, so ist es noch viel lieber, als wie einfach Müller zu heißen. Meunier ist ein wunderschöner Name, da ist auch Gesang, da ist auch Musik drin. Ja, und ich bin also ein waschechten Trier, das heißt, mein Vater war ein Trier, meine Mutter war ein Trier, meine Großeltern sind halb Trier und halb Savoyer. Und wir sind immer, bin ich halt eben groß geworden hier an der Valentinerstraße, da wohne ich immer noch. Und ich liebe meine Heimatstadt, ich liebe Trier und mein Salam und das Marviertel, wie die Trierer sagen, das Mar. Und Trierisch ist meine erste Sprache gewesen, Hochdeutsch meine erste Fremdsprache. Und Trierisch kann man einfach nicht lernen. Trierisch kann man einfach nicht lernen. Und da habe ich von meinem Vater ein kleines Gedichtchen mitbekommen, das er mir irgendwann mal gesagt hat, wie schön uns Trierer Sprache ist. Ich weiß nicht, wo das Gedicht herkommt. Ich weiß nicht, ob das Gedicht vielleicht ein bisschen länger ist, ob nur ein, zwei Strophen dabei sind. Aber ich träume einfach mal so vor, wie mein Vater mich dann gelehrt hat. Also, ich fange ganz einfach vor vier an, ne? Alle fremd Sprache kannst du lernen. Russisch, Französisch durch den Nuss. Doch Trierisch, Freund, du auf mei Scheren, lör die Maul der Foggenuss. Haben die Schrausche klingt dazwischen, wie von uns im Muselstrom, da tut harmonisch sich vermischen mit dem Glockenklang von du. Das ist Trierisch. Das tut klingen wie in kräftig Melodie. Und das tut in die Herzen dringen. Wenn das hört, vergisst es nie. Niemals kannst du Trierisch reden, hat ein Wieschnitt heigestahen. Na, uns Sprach ist nicht für jeden, die ist für uns bloß ganz allein. Ja, und damit möchte ich halt eben ganz kurz sagen, es ist nicht so einfach, Trierisch zu lernen. Und auch diejenigen, die meinen, sie müssten ihre ersten 100 Wörter Trierisch irgendwann mal zu Papier bringen, die können sein Leben nie richtig Trierisch schwätzen. Okay, gut. Dann hätte ich noch ganz gern ein kleines Gedichtchen von mir vorgetragen. Unser Stadtrat hier in Trier, der ist jetzt im Moment in der Urlaubspause und er hat unwahrscheinlich viel zu tun, ich weiß es. Aber wie gesagt, ich habe da vor einiger Zeit mal ein kleines Gedichtchen auf unser Stadtrat gemacht. Es sind einmal die Stadt entlang durch die Sim zum Rathausgang. Ich schlaf, es wurde vier letzte Woche. Und da hat mich ein Fremdenohr gesprochen, er hätte uns Rathaus weil gesehen, das wäre nicht groß und auch nicht schien. Und deshalb wollte ich wissen gern, ob unsere Stadtrat zu teuer wären, ob wir uns aus diesen Gründen kein Schiener Rathaus leisten könnten. Mein Herr, sagte ich kann's beeiden, unsere Stadtrat ist bescheiden. Die Ratsherren und Damen allesamt krie fast neist fürs Ehrenamt. Drauf man denn glücklich die Stadt, die so gute Stadtrat hat. Moment, sagt euch mit frischer Schnut, wer seht, hey, unser Rat wär gut. Der Volksmund hat uns doch gelehrt, was neist kost ist und neist wer. Und das alles stimmt noch heuer, denn nur ein guter Rat ist teuer. Und wenn es uns noch nicht gefällt, machen wir selber uns gewählt. Schluss.